Willkommen in Essen Hauptbahnhof. Dies ist eine S-Bahn Richtung Westen. Ja, ich würde erstmal sagen, hallo, herzlich willkommen, einem wunderschönen guten Tag zu einer neuen und weiteren Folge von TSW, so müsste es normalerweise heißen. Und eine weitere neue Folge von unserer S-Bahn hier im Rhein-Main-Gebiet von, ich glaube, Essen nach Duisburg, was es da jetzt irgendwie alles so gibt. Die erste Folge lief ja schon vor 2 Tagen ungefähr an. Das war ja dann quasi die Route gewesen, die ihr euch ausgewählt hat und die mir persönlich im Nachhinein sehr, sehr viel Freude und Spaß bereitet. Einfach aus dem Grunde, wir haben relativ kurze Bahnhöfe aneinander liegend in einer Kette und außerdem die S-Bahn hier, die ist schon zu, ja, zumindest, sagen wir mal, narrensicher. Sie ist wirklich, na nicht zumindest, sie ist sehr doll narrensicher. Also hier kann selbst ich nicht viel falsch machen. Und 31:30, wir können einfach mal Gas geben. Und das war's quasi auch schon. Ihr seht, ich muss hier gar nichts einstellen. Okay, natürlich selbstverständlich, wir haben hier den Richtungswender. Wo ist denn der eigentlich? Der war, ach, hier war der gewesen. Der Richtungswender ist auch vorwärts. Wir müssen hier rein gar nichts eingeben. Wir fahren einfach los, bremsen. Selbst bei der Notbremse geben wir quasi wieder Gas, respektive Leistung. Das ist ein und derselbe Kombihebel, nennt sich das. Ein und derselbe Hebel quasi für Leistung und Bremse. Also, ja, viel falsch machen kann man hier denn echt wirklich gar nicht. Und kaum habe ich es gesagt, ja, habe ich da einfach mal einen Erfolg freigeschaltet. Schön. Auch nicht schlecht. Sogar ein Erfolg, die nicht allzu viele freigeschaltet haben, müssen sich anscheinend wenige diese Route geholt haben. Ich kann die echt nur wärmsten empfehlen. Kostet halt ein bisschen was an Geld, aber nichtsdestotrotz bereitet mir die sehr viel Freude. Hätten sie vielleicht von vornherein schon mal als Route, so als Paket für Anfänger veröffentlicht, das wäre einfach idealer gewesen. Aber okay, wir wollen nicht meckern. Wir wollen jetzt mal lieber hier bremsen. Ich habe mal so ein bisschen geguckt. Ich habe versucht, jetzt mal einen richtig schönen Bremspunkt zu erwischen. Kann sein, dass der ein bisschen knapp wird. Aber ungefähr bei 650 bis 700 Meter abbremsen. Und dann läuft man eigentlich nicht Gefahr, zu spät zu bremsen, respektive zu früh zu bremsen. Man hat einen guten Mittelweg. Wir haben jetzt ungefähr bei 700 runter gebremst und man sieht, wir sind eigentlich gut dabei. Können wir hier noch ein bisschen ausräumen, wir geben noch ein bisschen Leistung. Wir können mal versuchen, in dem Video jetzt hier mal nach und nach besser oder sagen wir mal früher zu bremsen, dass wir wirklich in einem Zug dann hier am Gleis anhalten. Das wäre mal wirklich eine Herausforderung, die wir hier machen könnten. Ansonsten gucken wir uns natürlich auch selbstverständlich gleich mal hier so ein bisschen die S-Bahn an. Ich werde mal hier ganz kurz mal den Kombihebel auf Null stellen. Und dann gucken wir uns das Ganze mal hier an. Die Fahrgäste sind glücklich. Es scheint die Sonne und es regnet auf eine Art. Okay. Naja, wer kennt das nicht? Einfach herrlich. Und ich bin auch gespannt, siehst du, fällt mir gerade mal ein. Ich war schon mal in Duisburg gewesen. Ja, 3, 4 Mal oder so. Und gut, ich kann jetzt nicht darauf schwören, dass ich den Bahnhof sofort wiedererkenne, aber kann gut möglich sein. Bin ich auf alle Fälle mal gespannt. Groß war der Bahnhof eigentlich gar nicht gewesen, glaube ich. Ach, da fängt es schon mal an. Ich weiß nicht mal, ob der Bahnhof groß war. Wie soll ich dann einschätzen, dass das wirklich der Bahnhof ist? Aber ich glaube, mal gucken. Wir könnten das ja irgendwie erkennen. Allein schon so von der Umgebung her der Stadt kann gut möglich sein. So, nächster Halt ist Essen-Frohnhausen. 8:35 Uhr sollen wir da ankommen. Ja, das ist aber ein ziemlich kurzer Weg, möchte ich mal meinen. Nur noch knappe 850 Meter. Und dann sind wir auch schon da. Deswegen mag ich aber auch hier so die S-Bahn, diese kurzen, aneinandergebundenen Bahnhöfe, respektive Haltestellen, wie auch immer man sie nennen möchte. Bahnhöfe, ich weiß, ich nenne sie aber ganz gerne nochmal Haltestellen. Das ist halt wirklich so ein Ding, das macht mir halt richtig viel Spaß. Wir sind ein bisschen mehr gefordert. Hier müssen wir halt schon ein bisschen mehr darauf achten. Obwohl, es ist eher die Seltenheit, dass wir mal hier auf Signale wie oben rechts achten müssen. Wir müssen eigentlich gar nicht so viel beachten. Hört sich richtig doof an. Wir können hier so ein bisschen mit der S-Bahn übers Ziel hinausschießen und trotzdem Türen aufmachen. Solange eine Tür bei unserer S-Bahn,
noch am Gleis ist, ist das gar kein Problem. So, nochmal hier ein bisschen gucken. Wir hassen ja die Fahrgäste, die ja wie bekloppt noch zu den geschlossenen Türen oder sich zu den bald schließenden Türen, jetzt habe ich es, zu den bald schließenden Türen noch hinrennen und sich dann durch die Tür durchquetschen. Verstehe ich immer nicht. Hatte, glaube ich, mal eine Situation gehabt. Ich komme ja aus Berlin und ich bin dann bei mir quasi bei meinem Bahnhof in die S-Bahn eingestiegen und stand dann quasi so in mein. Oh, hoppla. Stand dann so quasi in meiner S-Bahn und die Türen gehen zu. Und dann ist eine Frau mit einer schneeweißen Jacke noch reingesprungen, wurde quasi von den Türen, von diesen komischen Gumminoppen, ihr wisst schon, was ich meine, gedönster, volle Kanne zerquetscht. Es ist ja nichts passiert, die töten ja eigentlich, aber die schneeweiße Jacke war dreckig gewesen für eine einzige Station und die S-Bahn fuhr alle 10 Minuten. Da frage ich mich manchmal, kann man da nicht einfach ein bisschen warten? Also, verstehe ich nicht. Ja, diese Dichtungsschläuche, oder wie die da heißen, die dann quasi, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Aber ja, das habe ich halt dann wirklich gar nicht verstanden. Also ich bin ja auch jemand, ab und zu kann man mal hinterherrennen, gerade wenn man zum Beispiel wirklich eine Anbindung braucht. Zum Beispiel man steigt in einer Bahn, braucht die unbedingt, weil die nächste Anbindung zum Bus oder zu einer anderen Bahn ist genau rechtzeitig gegeben. Oder wenn ich halt wirklich weiß, alle 20 Minuten kommt noch die Bahn, dann renne ich auch mal oder der Bus oder so. Dann macht es auch Sinn, aber alle 10 Minuten, das hält sich immer noch aus. Da kann man im schlimmsten Fall sogar eine Station weiterlaufen. Jetzt in Sachen Bus oder Straßenbahn natürlich. S-Bahn will ich jetzt nicht jedem empfehlen. Achso, ja, wir sollten auch mal ein bisschen hier vom Gas gehen. Jetzt haben wir ja ein paar Kilometer vor uns. Wir sagen mal, und ich glaube, die werden hier gleich voll in die Ecke kotzen, wenn die sich denken, sind Sie nicht der Zugfahrer? Richtig, ich bin der Zugfahrer. Aber da ich hier neu bin. Oh, gucken Sie sich das an. Was für eine Landschaft. Aber da ich hier neu bin, möchte ich gerne so ein bisschen, ja, so ein Feedback hören. Sind Sie zufrieden mit mir? Fühlen Sie sich sicher? Gut, ich würde jetzt diese Situation jetzt nicht dazu zählen, aber Sie wissen, was ich meine. Okay, ich frage mal die anderen hier. Haben Sie einen Bruder? Sind sie überall Glatzköppe? Naja. Sie haben keine Glatze. Ja. Also ich denke mal, alle sind soweit zufrieden mit mir. Wir könnten jetzt bis nach ganz hinten latschen. Können wir eigentlich bis nach ganz hinten latschen? Komm, ich mache jetzt mal. Tak, 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 tak. 2,5 Kilometer haben wir ja Zeit. Okay, fahren tun wir noch. Oh, ein relativ kleiner Zug. Hallöchen. Oh, der Herr, Verzeihung, erster Klasse. Tut mir leid. Ey, ihr Versager, ihr sitzt in der zweiten Klasse, da vorne sitzt einer in der ersten Klasse, respektive hinten. Schon im letzten Video so ein bisschen angemerkt, ich ver. Na gut, oder so. Wir laufen durchs Glas. Schon im letzten Video so ein bisschen angemerkt. Oh, die Türen sind alle Türen offen. Ich habe im letzten Video schon so mal angemerkt, ich verstehe nicht und ich finde es halt erstaunlich, dass es in der S-Bahn wirklich erste und zweite Klasse gibt. Hätte ich nicht so gedacht. Also ich verstehe, ehrlich gesagt, auch den Sinn nicht dahinter, weil das Ding ist ja, es ist ja kein richtiger Zugschaffner dabei oder Zugführer, wie auch man mal sieht möchte, der permanent die Tickets kontrolliert und dann sagt, nee, das ist scheiße, was du hier machst. Du sitzt in der ersten Klasse, du sitzt in der zweiten Klasse, ach nee, du sitzt in der ersten Klasse, hast aber nur ein Ticket für die zweite Klasse. Das geht so nicht, Freund Blase. Also bei der Regio ist es ja klar, da wird danach gefragt jedes Mal, respektive beim ersten Mal. Und wenn er dann sieht, ah, okay, der hat hier ein Ticket für die erste Klasse, darf hier sitzen bleiben, der kriegt hier so ein schönes Sandwich. Auch gleich eine schöne Geschichte dazu. Erstmal bremsen wir hier. Na, bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber das Gleis ist ja lang genug. Wir sind kurz genug. So, mal ganz fix die Kombihebel, den Kombihebel auf Null stellen. Lustige Geschichte, okay. So lustig ist die eigentlich gar nicht. Ja, wer solche Geschichten anfängt, die kann schon nicht lustig werden. Nein, ich habe ganz normal mal ICE mir eine Karte bestellt.
bestellt, wie auch immer, oder reserviert. Die kam dann tatsächlich nach Hause an und dachte mir einfach mal so, ach komm, weil jetzt sowieso so günstig ist, versuchst du mal einfach mal erste Klasse im ICE-Zug, das erste Mal ICE gefahren, dachte mir so, oh, da bin ich mal gespannt, was da mir so ein bisschen geboten wird. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass da jetzt ein Handpuppentheater kommt, mit den süßen Mäusen dort, sondern da hier, keine Ahnung, da ein bisschen was geboten wird, gerade auch, weil es, glaube ich, da mit Frühstück und sowas alles gab. Also musste ich selber zahlen, aber es gäbe Frühstück. Und ich bin da hingekommen, es war 6 Uhr morgens gewesen, musste auch schon relativ eilen, war dann vor gewesen, im ICE endlich anzukommen und dachte mir, ach komm, jetzt bist du sowieso zu früh losgegangen, musstest setzen, so richtig essen, Kaffee auch, konntest nicht genießen, holst du alles mal in der S-Bahn. Also alles bestellt. Der Kaffee, ja, war in Ordnung. Stinknormaler Filterkaffee, also ich finde jetzt nichts Schlimmes daran, aber ja. Und dann kommt das Frühstück. Ich habe mir ein Sandwich bestellt und tatsächlich, ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie jetzt mir hier so ein frisch aufgebackenes Sandwich hier zubereitet mit Schmelzkäse oder hast du nicht gesehen mit Bacon und Ei. Aber ich habe dann schon ein bisschen erwarten können oder ich habe zumindest erwartet, dass sie dieses Sandwich, was in dieser Plastikverpackung ist, die es halt überall gibt. Und ich glaube, es war tatsächlich sowas wie Edeka. Diese oder Rewe Ja-Produkte oder Aldi, diese Sandwich so abgepackt. Und das haben die mir tatsächlich mit der Verpackung, in der Verpackung auf den Teller gepackt und mir dann zum Frühstück gegeben, wo ich mir auch so dachte, ja, dafür habe ich jetzt, glaube ich, ja, knapp unter 10 € waren es gewesen. Ich glaube, irgendwas mit 8 € habe ich gezahlt. Meinen komischen kleinen Kaffee. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der war sogar auch in so einem Pappbecher gewesen oder so. Und da habe ich dann mein Frühstück gegessen, insgesamt im Wert von knapp über 10 €. Und da dachte ich mir auch so, boah, das ist schon ziemlich heftig. Also holla die Waldfee. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei der Deutschen Bahn ist, im ICE gerade. Das ist jetzt ungefähr, wird schon 5 bis 6 Jahre her sein. Ich denke mal 6, vielleicht sogar auch fast 7 Jahre. Was rede ich denn da? Also das ist länger her, als die meisten von euch vielleicht sogar alt sind. Deshalb, also. Nee, aber hier Spaß beiseite. Das war wirklich ein bisschen traurig gewesen. Also, da verstehe ich halt auch nicht, was die Deutsche Bahn sich da manchmal denkt. Ich bin ja ein Riesenfan der Deutschen Bahn. Man merkt das ja immer wieder, was die Deutsche Bahn sich da denkt. Denn auch noch zu glauben, wir haben richtig Bock, richtig viel Kohle hierfür zu zahlen. Naja, gut. Haben wir auf alle Fälle schon mal ein Gesprächsthema gehabt. Wir müssen ja eigentlich noch warten. Noch 2 Sekunden. Und jetzt geht's nach Mülheim Ruhr, Styrum. Styrum? Styrum? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr mir aber in den Kommentaren den Namen dieses Ortes schreibt, bringt mir nicht viel. Ihr könnt mir aber so ein bisschen umgeschrieben mal versuchen zu beschreiben, wie man es eigentlich ausspricht. Jedenfalls sind wir jetzt da auf dem Weg. Ich glaube, allzu lange ist das hier auch nicht mehr. Wir sind auch nicht mehr allzu weit davon weg. Wenn dann schon mal hier wieder auf Kombihebel 0 gehen und dann bremsen wir aber hier ab, was das Zeug hält. So ungefähr bei, ja, ich denke mal 600 Meter. Wir waren jetzt aber nicht auf volle Geschwindigkeit gewesen, muss man dazu sagen. Also ich werde das gleich mal wieder ein bisschen die Bremsen loslassen, damit wir noch so ein bisschen schön ausrollen können. Hätte ich jetzt meine Kamera an, man würde mich quasi dabei sehen, wie ich hier spiele. Da hätte man wahrscheinlich diese Wedelbewegung gesehen. Ich hatte meine Hände so nach vorne gewedelt. Quasi für langsam ausrollen lassen. Na, ist ja schon fast hier eine Punktlandung. Und einmal links aussteigen lassen. Gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Gut, hier sieht alles gut aus. Hier auch. Sehr schön. Das gefällt mir auf alle Fälle. Ah, nee, das läuft halt wirklich gut. Also man kann sich natürlich selbstverständlich überschätzen. Man muss halt vielleicht immer so ein bisschen aufpassen. Die Signale kommen eigentlich gar nicht so oft und die ändern sich gar nicht so oft. Aber gerade zum Ende hin, oder wenn man wirklich zu schnell ist, dann können die Ampelsignale doch mal ganz gerne auf rot sein, gerade auch zum Gleisende. Also so übermütig darf man auch nicht sein. Das ist halt aber trotzdem so ein bisschen das Problem in dem Spiel. Oder gerade jetzt hier an der Route, die sind doch so einfach zu fahren, dass man schon fast ein bisschen übermütig wird. Und nächster Halt ist Duisburg. Da wir quasi einen neuen Job haben, wir müssen ja keine Ansagen mehr machen. Obwohl, eigentlich guckt ja niemand
zu und keiner hört hin. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fahrgäste, ja, Sie wissen, es kommt ein wenig komisch, dass der Bahnfahrer in der S-Bahn eine Ansage macht. Nichtsdestotrotz möchte ich es mir nicht nehmen lassen, Ihnen zu danken. Ich danke Ihnen, dass Sie mit unserer Gemeinschaft, mit der Deutschen Bahn unterwegs sind und möchte Sie einfach mal daran erinnern, dass der nächste Halt Duisburg ist und wir quasi eine Endstation dort einlegen. Da steigen Sie bitte alle aus. Ich komme aber gerne nochmal durch die Abteile durchgelaufen und gucke, ob alle wach sind, ob alle einigermaßen gewaschen sind und ja, ob sie halt einfach, wie gesagt, wach sind und dann auch wollen auszusteigen. Nichtsdestotrotz, ich wünsche Ihnen einfach einen schönen Tag. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe euch lieb. Wirklich. Ich habe es weit gebracht, aber nur wegen der Liebe zu euch. Ihr seid meine Väter, meine Mütter. Gut, das war's auch schon. Schöne Fahrt noch. Wir sind ungefähr in 4 Kilometer, ungefähr um 8.49 Uhr in Duisburg. Und da gucken wir uns alle mal um, ob es auch wirklich Duisburg ist. Ich bin gespannt. Wenn nicht, dann sind wir am Arsch der Welt. Auf Wiedersehen. So, das muss ja auch mal wieder sein, finde ich. Eine schöne kleine Ansage mal gemacht. Ja, das war aber wirklich mal, war mal wieder eine schöne Folge gewesen, wo es halt auch nur um TSW ging. Ich weiß immer nicht, ob es euch da so ein paar Probleme bereitet, wenn ich dann doch ein bisschen was von anderen Spielen erwähne. Man versucht aber gerade euch jetzt so ein bisschen mitzunehmen und zu animieren. Guckt euch doch mal gerne die anderen Videos an, da sind auch gute dabei. Bus-Simulator sage ich nur, also gerade für Simulatoren-Fan. Zurzeit jetzt auch vielleicht auch in dem Bereich so Formel 1 oder sowas. Aber ansonsten jetzt so meine beiden Spiele, die ich noch spiele. Stranded Deep und Call of Cthulhu. Tolle Spiele. Die gefallen mir immer wieder. So, wir gehen jetzt hier nochmal kurz mal volle Pulle Gas. Also wir müssen auf die Signale hier ein bisschen achten. Guck mal, oben rechts ist gelb. Dann gehe ich doch mal lieber ein wenig runter. Weil jetzt können wir ganz gerne auf Rot schalten, wenn wir wirklich viel zu früh dran sind. Oder natürlich viel zu spät. Das kann beides eigentlich schon mal gehen. Aber Bremsen brauchen wir doch noch gar nicht. Wir machen einfach minimales Bremsen. Das passt auch schon. So. Dann probieren wir mal 80% Bremsleistung oder Bremskraft. Ja, auch nicht schlecht. So, und hier müssen wir wirklich aufpassen. Hier dürfen wir nicht übers Ziel hinausschießen. 200 Meter sind es quasi, bis wir spätestens halten müssen. Und 100 Meter weiter ist dann schon das Signal. Und deshalb, wir rollen trotzdem aus, nehmen so ein bisschen die Punkte hier mit für die Genauigkeit. Aber ansonsten, ja, wichtiger generell bei der Ampel. Und tatsächlich, mir fällt es gerade auf, es ist gottverdammt nochmal Duisburg. Das ist wirklich der Bahnhof Duisburg. Ja, das ist ja cool gemacht. Okay. Ja, da hinten wäre dann in einer Richtung, in der Richtung wäre dann quasi so ein bisschen diesen, ich sag jetzt mal, Shopping-Bereich oder so. Oh, wir haben Feuerlöscher. Ha! Weg da. Jetzt müssen wir das richtige Gleis hier finden. Vorsicht, der Zugfahrer. Ja. Wird schon richtig sein. Ich glaube, das war gar nicht mein Zug gewesen, oder? Doch, das war... Ja, 49:30 müssen wir hier warten. Da haben wir hier noch irgendwelche Fahrpläne, die wir anhängen können. Aber das ist tatsächlich wirklich hier oben. Hier wurde ich quasi abgeholt. Das war auch mit dem ICE gewesen quasi. Ich glaube, der ICE ist ja nicht bis Duisburg durchgefahren. Ich musste nochmal umsteigen. Aber als ich mit dem ICE an den Tag gefahren bin, bin ich dann nach Duisburg gefahren. Und ja, tatsächlich, so sieht der Bahnhof aus. Herrlich. Cooles Spiel auf alle Fälle.
Muss ich immer wieder mal sagen. Gut, meine lieben Freunde, dann war es das erstmal wieder mit der Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Jetzt gerade von Essen, man sieht es ja oben, Essen West bis runter zu Duisburg Hauptbahnhof. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzugucken. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder Vorschläge oder Fragen, schreibt einfach gerne. Ich wünsche auf alle Fälle einen schönen Tag, schöne Feiertage, schönes Wochenende und wir sehen uns die Tage und hören uns die Tage sowieso. Mach's gut, auf Wiedersehen. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be hers if only she would call in the wee small hours of the morning. That's the time you miss her.